Guten Abend, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Ich begrüße Sie zum dritten Semester der Vorlesungsreihe Iconic Turn, das neue Bild der Welt. Veranstaltet wird diese Vorlesungsreihe von der Hubert Burda Stiftung, speziell dort dem Think Tank Akademie zum dritten Jahrtausend und dem Humanwissenschaftlichen Zentrum der Universität München, auch so eine Art Think Tank der Universität. Wir danken Professor Burda und Frau Dr. Mahr, die ich heute hier vertrete, die aufgrund ihrer Aktivitäten im Bereich der Darmkrebsvorsorge in den USA ist. Ich vertrete sie heute hier, um diese neue Vorlesungsreihe einzuläuten. Und ich möchte ein paar Worte sagen, die aus meiner Sicht als Neurowissenschaftler die Vorlesungsreihe kennzeichnen. Doch zunächst ein Wort zu Felix Burda. Es ist hier viel über ihn gesagt worden, aber ich glaube, eines vielleicht noch nicht. Felix ist für mich ein Beispiel von Unabhängigkeit gewesen. Und das muss man sich bei diesen beiden Eltern mal vorstellen, ein Leben gestaltet zu haben, das er für sich gestaltet hat, in Unabhängigkeit. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir auch haben hier im Bereich der Bildwissenschaften. Wir wollen uns unabhängig machen von eingefahrenen Gleisen des Nachdenkens. Ich frage mich zum Beispiel, warum gibt es eigentlich eine Linguistik und nicht eine Imaginistik? Ich weiß nicht, ich habe ja auch eine Folie vorbereitet, ein Bild vorbereitet, vielleicht können wir das mal sehen. In der Linguistik, in den Sprachwissenschaften, da gibt es Phonetik, Prosodik, Syntaxlehre, Semiotik, sprachvergleichende Forschung, automatische Spracherkennung. Aber irgendwie haben wir es noch nicht geschafft, diese Bildwissenschaften als eine einheitliche Wissenschaft zu motivieren. Nun, das ist das Ziel dieser Vorlesungsreihe. Am Ende dieses Semesters wollen wir ein Curriculum entwickelt haben, mit Hilfe der Workshops, die im Anschluss der Vorlesung jeweils stattfinden. Nun, als Neurowissenschaftler habe ich mir erlaubt, so ein Bild hier anzumalen. Und ich verwende einen Begriff, der in den Wissenschaften, besonders in Naturwissenschaften, aber vor allem auch in unserer Wissenschaft, eine gewisse Bedeutung hat. Das ist der Begriff der Komplementarität. Ich habe die Erfahrung gemacht, nicht nur in dieser Universität, dass Wissenschaften, sei es Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, gleichsam sich in ihrer Thematik um sich selber drehen. Aber die Chance, die wir hier haben, ist der kreative Einsatz dieses Konzepts der Komplementarität, was aus der Quantenmechanik kommt. Im Zentrum steht, wie Sie hier sehen, ich in Anführungszeichen. Das heißt, die neuronale Repräsentation von Ereignissen im Gehirn. Und dieses Ich umgibt zum Beispiel die Mathematik. Mathematik, Geometrie oder Topologie sind gleichsam Entwürfe aus neuronalen Prozessen, so wie sie der Hausphilosoph des Humanwissenschaftlichen Zentrums Ernst Cassirer mal genannt hat. Verbildlichungen, die aufgrund von Informationsverarbeitung in uns entstehen. Nun, wenn ich so spreche, das ist ein Wort für die Geisteswissenschaftler hier, dann muss ich die Grundposition der naturwissenschaftlichen Betrachtung des Menschen kurz benennen, und das ist die des pragmatischen Monismus oder des empirischen Realismus. Wir sind der Meinung, dass alles, ich sage wirklich alles, getragen, geformt, ermöglicht wird durch neuronale Prozesse des menschlichen Gehirns. Es gibt nichts außerhalb dieses Gehirns. Und wenn wir von Mathematik sprechen oder von Physik,
dann ist es so, dass jeweils komplementär die Aktivitäten des Gehirns und die bestimmten definierten Bereiche herausgegriffen werden. Nehmen wir die Physik. Warum ist es so, dass in der Physik, zum Beispiel in der Elementarteilchenphysik, alles jeweils ins Bild gesetzt werden muss, also unmittelbar wahrnehmbar gemacht werden muss, damit ich es für wahrnehme? Offenbar ist diese Komplementarität von Verbildlichung eines komplexen Sachverhaltes und Prozessen im Gehirn die notwendige Bedingung, um überhaupt Fortschritte zu erzielen. Oder nehmen wir die Medizin. In der Medizin gibt es sowas inzwischen wie eine Ökonomanie. Eine Diagnostik wird nur noch geglaubt, wenn sie ins Bild gesetzt werden, bildgebende Verfahren. Aber wiederum ist es notwendig, dass das im Betrachter reflektiert wird. Das heißt, es ist jeweils ein bestimmter Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen eine bestimmte Verbildlichung einen Sinn macht. Und dieses gilt nun auch zum Beispiel für die Medien. Das ist eine ganz andere Art von Verbildlichung. Sie sehen, ich habe das Traumbild übersprungen. Beim Traumbild fehlt die Rückkopplung mit der Welt, aber es ist gleichsam die Wurzel für viele sekundäre Verbildlichungen. Nun, diese Wissenschaften hier repräsentieren den jeweiligen Inhalt, was repräsentiert ist, das Objekthafte. Aber es gibt eine ganz andere Art von Verbildlichung, die wir vielleicht noch nicht hinreichend in dieser Vorlesungsreihe angesprochen haben, und das ist das der Navigation. Menschen entwickeln Landkarten, um zu wissen, wo sie sind. Und die Navigation, zu wissen, wo etwas ist, ist eine ganz andere Art von Aktivität, die sehr eng verbunden ist natürlich mit der Architektur. Fotografie, die heute ein Thema ist, ist wiederum eine andere Trajektorie aus dieser Sehnsucht heraus, etwas ins Bild zu setzen. Nun, alles diese Bereiche, die ich angesprochen habe, repräsentieren jeweils kategoriale Zustände, das heißt ein Bild als stehendes Bild. Und das ist für den Hirnforscher schon eine bemerkenswerte Beobachtung, dass Bilder, die in uns repräsentiert sind, jeweils als stationäre Bilder repräsentiert sind und selten als szenische Abläufe. Das hat wahrscheinlich damit etwas zu tun, dass die Computational Requirements, also die Herausforderungen der Rechenleistung des Gehirns, sehr viel geringer sind für ein stehendes Bild. Wir beziehen uns in unserer Erfahrung auf diese Bilder in Erinnerung. Und das ist sehr viel komplexer dann für den Film, wo sozusagen Szenenabläufe vorhanden sind. Und bei meisten Menschen ist es so, es sind nicht Szenen, die ablaufen, mit Ausnahme des Traumes vielleicht, wo wir uns auf Bilder beziehen können. Diese Bilder, die wir in uns tragen, als Kategorien, definieren im Übrigen unsere personale Identität. Also die Kategorie der Bilder, die erlebbar gemacht werden in unseren Erinnerungen, bestimmen in unserem Gehirn der wir selber sind. Nun, Sie sehen jetzt zu den Künsten, habe ich mehrere Pfeile gezogen. Das heißt, die verschiedenen Künste, die wir in den letzten, 10.000 Jahren vielleicht nachvollziehen können, sind jeweils unterschiedliche Trajektorien in bestimmten Rahmen der Selbstverbildlichung, auch der Selbstverwirklichung vielleicht. Das heißt, die unterschiedlichen Trajektorien repräsentieren jeweils komplementär etwas, was ein Bedürfnis in uns, in dem Ich darstellt und der Verwirklichung in dem Bilde. Nun, so viel zur Einleitung zu dieser Vorlesung. In diesem Semester gibt es nun einige Vorlesungen, die genau das ansprechen, was ich hier gesagt habe. Und bevor ich jetzt Herrn Professor Kohle kurz vorstelle, lassen Sie mich kurz Dank sagen denen, die diese Vorlesungsreihe ermöglichen, und zwar operativ ermöglichen. Und ich möchte die Betreffenden bitten, sich dann ganz kurz zu erheben, und ich möchte Sie bitten,
dann auch mal Beifall zu klatschen, wenn ich alle genannt habe. Zunächst einmal möchte ich Heike Mainz bitten, die unermüdlich hier dafür sorgt, dass wir hier tatsächlich, Sie können natürlich alles machen. Also bitte Heike Mainz, ja. Jens Burg, wo ist Jens Burg? Erheb dich mal. Ja. Annegret Gerleit, bitteschön, hier vorne. Nun, das waren die Vertreter, einige, aus der Burda Stiftung. Und dann Britta Glatzeder aus dem Humanwissenschaftlichen Zentrum. Und ich möchte auch dem Hörsaaltechnikmeister Herrn Weidner sehr herzlich danken. Ich weiß nicht, ob er da vorne ist. Bitte erheben Sie sich, dass Sie uns ermöglichen, hier unsere Vorlesungsreihe zu haben. Nun, ich erwähnte bereits, dass die Vorlesungen gefolgt werden von Workshops. Und unser Ziel ist, am Ende dieses Semesters ein Curriculum zu haben, das in einer interdisziplinären Weise das zusammenfasst, was wir dann in anderthalb Jahren erarbeitet haben. Diese Veranstaltung wird vom Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation live in verschiedenen Universitäten gestreamt und auf Internetplattform archiviert. Danken möchte ich dem wunderbaren Saxophonspieler Herrn Andreas Mulo Franzl, wo ist er denn, der nachher nochmal spielen wird, und lassen Sie mich jetzt kurz Herrn Professor Kohle vorstellen, der ganz kurzfristig eingesprungen ist, weil Frau Dr. Waleska von Rosen erkrankt ist und Herr Kohle hat die Moderation des Abends für Herrn Stefan Heidenreich übernommen. Professor Kohle ist Ordinarius für Kunstgeschichte hier in unserer Universität. Er hat war in Köln tätig, in Bochum. Er hatte ein Getty Postgraduate Stipendium. Und was mich besonders bemerkenswert finde, Herr Kohle, Sie haben also vier Jahre lang für die italienische Tageszeitung La Repubblica gearbeitet. Das sind die wichtigen Informationen, die man haben muss über eine Person. Also nicht nur so eine universitäre Angelegenheit. Studiert haben Sie Philosophie und Romanistik und Kunstgeschichte und Urbanistik in Bonn, Florenz und Paris. Ihrem Werk entnehme ich, dass Sie sich besonders mit Frankreich beschäftigt haben. Das scheint also eine besondere Assoziation zu sein. Und er schildert sozusagen seine vielen Publikationen und Bücher in vier Domänen. Das sind Publikationen aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert. Nun, das kann man alles verstehen. Das ist sozusagen logisch sequenziell. Aber dann ist da etwas EDV und Kunstgeschichte. Das heißt, der Einsatz der modernen Medien in dem Bereich, der uns hier besonders interessiert. Herr Kohle, darf ich Sie bitten, den Redner des heutigen Abends einzuführen. Ja, vielen Dank. Herr Pöppel, ist mir auch noch nicht passiert, dass ich als Einführender so eingeführt werde. Ich muss ausdrücklich nochmal die Frau von Rosen entschuldigen, die mich sehr kurzfristig angerufen hat und mit einer schweren Grippe zu Bett liegt und deswegen wirklich nicht kommen kann und weiß Gott gerne gekommen wäre. Das heißt auf der anderen Seite allerdings auch, dass ich hier relativ deutlich extemporieren muss, weil ich hier kurzfristig eingesprungen bin. Kann das aber vielleicht deswegen tun, weil ich Herrn Heidenreich persönlich kenne. Er ist vor einem halben Jahr noch hier gewesen, um an einer Tagung teilzunehmen über digitale und digitalisierte Kunstgeschichte. Und er ist, das kann man vielleicht auch sagen, ohne dass ich ihm jetzt allzu nahe trete, wo ist er jetzt eigentlich? Da. Dass ich ihm allzu nahe trete, er ist im Reigen der Leute, die hier vortragen, noch relativ jung. Ich glaube, er ist der mit Abstand jüngste Kandidat, der in der Reihe des Iconic Turn redet, was den entscheidenden Vorteil hat, dass er noch nicht so wahnsinnig viel publiziert hat, sodass ich da nicht monatelang erstmal durchsehen musste, um mir das zu Gemüte zu führen. Ich habe Herrn Heidenreich vor 6 Jahren in Köln kennengelernt, an der Kunsthochschule für Medien. Da war er an einem Projekt,
Da war er mit einem Projekt beschäftigt, was jeden Kunsthistoriker entweder aufhorchen lässt oder sich mit Grausen abwenden lässt. Er war nämlich mit einem Projekt beschäftigt, das nannte sich Wölflin, der Wölflin-Kalkül, und er versuchte auf digitaler Basis die binären Oppositionen, die bei Wölflin ja den Gegensatz von Renaissance und Barockmalerei konstituieren, also Sie kennen diese fünf, linear und malerisch und offen und geschlossen, was es da alles so gibt, die auf digitaler Basis nachzuvollziehen. Das heißt, er behauptete, und er konnte zumindest für eines dieser binären Oppositionspaare, nämlich für das Lineare und das Malerische, das auch tatsächlich durchführen, er behauptete, dass man den Gegensatz von einem offenen und einem geschlossenen, von einem linearen und einem malerischen Kunstwerk sozusagen automatisch nachvollziehen konnte. Also statistisch signifikant durch Intuition und Inspiration und kunsthistorische Kennerschaft geleistete Trennung bei Wölflin zu automatisieren. Das war damals sein Projekt, das ist inzwischen veröffentlicht und es ist auf erstaunliche Weise funktioniert es und auf eine Weise, die traditionelle Kunsthistoriker in hohem Maße verunsichert. Das zweite Zusammentreffen war bei einem Kolloquium vor anderthalb Jahren in Berlin. Da ging es um Suchbilder, die Tagung hieß Suchbilder, und um die Chancen, insbesondere auf digitaler Basis, mit Bildern nach Bildern zu suchen. Also nicht das, was Kunsthistoriker normalerweise machen, mit Texten nach Bildern zu suchen, die vorher von Kunsthistorikern annotiert worden waren, sondern mit direkter Adressierung der Bilder nach Bildern zu suchen. Ein Projekt, was in der Kunstgeschichte noch nicht so richtig angekommen ist, was aber im Moment intensivst erforscht wird und behandelt wird, weil es industriell und vor allen Dingen militärisch von hoher Relevanz ist. Nun ja, das sind beides Dinge, die für den traditionellen Kunsthistoriker in hohem Maße erschreckend sind. Beim Wölflin-Kalkül wird der Kennerblick durch den kalten Blick der Maschine ersetzt und dies offenbar mit einem gewissen Erfolg. Im zweiten Fall steht die Kunstgeschichte als eine humanistische und wortzentrierte und methodisch trotz aller Kritik meist noch an der Ikonologie orientierte Disziplin zur Disposition. Mit diesen beiden Projekten ist das Interesse Heidenreichs an der digital gestützten Bildanalyse gekennzeichnet. Das Digitale steht zudem im Mittelpunkt seiner momentanen Mitarbeit an dem von Friedrich Kittler geleiteten Projekt zur Geschichte und Systematik der digitalen Medien an der Humboldt-Universität in Berlin. Darüber hinaus aber hat er, der selber künstlerisch tätig war, kann man wohl eher sagen, und für verschiedene große deutsche Feuilletons längere Zeit als Kunstkritiker tätig war, eine eigenständige, von der Luhmannschen Systemtheorie wie von der Foucault'schen Diskursanalyse inspirierte Theorie der modernen Kunst entwickelt. Vor allem diese dürfte ihm die Einladung zu der Iconic Turn-Reihe eingebracht haben, und sie ist in ein Buch gemündet, das seinerzeit, 1998, für viel Furore gesorgt hat. Was verspricht die Kunst, hieß das Buch. Ausgangspunkt ist hierin eine Ordnung, die den Bildern durch deren Musealisierung vermittelt wird, eine Ordnung, die sich seiner Meinung, also Heidenreichs Meinung nach, von den alten Kunstkammerordnungen substanziell unterscheidet und das künstlerische Geschehen der Moderne entscheidend bestimmt. Da nämlich, wo ältere Ordnungen zwischen künstlerischen und anderen Bildern nicht oder weniger stark unterscheiden, wird mit dem Museum das Künstlerische von diesen anderen Bildern abgesetzt und eben das Künstlerische am Maßstab einer zeitgebundenen Entwicklungslogik bemessen. Entscheidend für das künstlerische Bild ist jetzt seine Modernität. Die Frage, ob und inwiefern es sich von vorausliegenden Kunstwerken innovativ absetzt. Es gelingt Heidenreich in diesem fulminanten Buch, die Geschichte der modernen Kunst als Geschichte ihrer Innovationsleistungen in neuer Perspektive zu schreiben, und zwar ausdrücklich nicht als Geschichte heroischer Künstlerentwürfe, sondern als Beschreibung eines künstlerischen Feldes, in dem der Künstler unter dem Zwang der Logik dieses Feldes bestimmte Anforderungen des Systems zu bedienen hat. Die Trennung von Kunstbild und Bild, ausgehend von der Erfindung der Fotografie, steht auch im Zentrum des heutigen Vortrages, mit dem Heidenreich seine kritischen Fragen an eine geisteswissenschaftlich orientierte Kunstgeschichte stellt. Die Moderne stellt sich ihm als eine Zeit dar, in der die Bilder in einem bis dahin ungekannten Ausmaß proliferieren. Insofern folgt er dem Postulat des Iconic Turn. Die künstlerischen Bilder scheinen dabei eher an den Rand gedrängt. Sie agieren in gesellschaftlich elitären Kreisen
und tragen immer weniger dazu bei, die Bedeutung des Bildes in der Gegenwart mitzubestimmen. Können wir uns aber leisten, den wachsenden Bereich des Bildes, das ja im Übrigen noch in der frühen Neuzeit vom künstlerischen Bild gar nicht so deutlich getrennt schien, mit unserer Konzentration auf die Kunst zu vernachlässigen? Und weiterhin, würden denn unsere klassischen, eben an der Kunst orientierten Instrumentarien überhaupt ausreichen, dieses Feld angemessen zu analysieren? Und wenn ich es richtig verstehe, wird es um diese Punkte in dem heutigen Vortrag gehen und wir sind gespannt. Dank an die sukzessiv abfolgenden Vorstellungen. Einen besonderen Dank an Hubertus Kohler, der schon nicht ganz die Hälfte von dem verraten hat, was ich darzustellen beabsichtige. Aber das passiert bei Vorstellungen. Ich versuche das dann noch genauer nachzuholen, so gut ich kann. Danke auch an die Zusammenarbeit mit den Beteiligten der Hubert-Burda-Stiftung. Da schließe ich mit dem Dank an, den Herr Professor Pöppel geäußert hat, insbesondere mit Frau Garleit und Frau Menz. Lief das ganz reibungslos und trotz der kurzen Zeit hervorragend. Gut. Und natürlich einen ganz besonderen Dank an Herrn Professor Burda, den ich kurz vor dem Vortrag noch in Berlin getroffen habe. Und wir haben eine wundervolle Taxifahrt, nee, keine Taxifahrt, sondern Autofahrt, muss man sagen, miteinander gehabt. Dass ich jetzt einen Punkt nach dem anderen erwische. Bei dem Diagramm, das Herr Pöppel gezeigt hat, ganz am Ende, man reagiert ja immer gleich spontan auf Diagramme. Da müsste ich gleich eine Korrektur anbringen, aber die würde dann wieder in einen lustigen Methodenstreit münden. Nämlich, ich würde das Ich durchstreichen, was da in der Mitte steht. Den Rest würde ich alles belassen. Ich glaube, wir könnten uns auch einig werden, aber das Ich würde ich durchstreichen. Warum, das wird später noch deutlich werden. Bei der Vorbereitung zu dem Vortrag habe ich mich eben auch mit dem Anlass beschäftigt, warum die Vorlesungsreihe überhaupt ins Leben gerufen wurde. Und dabei hat es mich sehr berührt, dass ich von dem Tod von Felix Burda und den Umständen, unter denen er gestorben ist, erfahren habe. Und also auch irritiert, dass er eigentlich meine Generation ist. Ich habe mir seine Arbeit angeschaut und war auch ganz begeistert von dem Zusammenhang, den er hergestellt hat zwischen dem Werk von Andrea del Pozzo und zwischen der modernen Videokunst, wie parallele Positionen besetzt werden, wie eine Figur, nämlich die Figur des Betrachters, an der einen Stelle, an der anderen und an der anderen Stelle eingesetzt wird. Und in gewissem Maß versuche ich das sozusagen, einesteils die Öffnung aus den Bildern der reinen Kunstgeschichte hinaus und die Verbindung zwischen verschiedenen Bildwelten fortzusetzen. Und auf der anderen Seite auch von der gleichen Frage auszudenken, welche Stellen gibt es überhaupt zu besetzen? Wie werden diese Stellen konstruiert? Ich sage kurz was zu dem ersten Bild. Können wir es zeigen? Danke. Der ganze Vortrag wird sich um die Szenerie und um ein Ereignis entfalten, was an dem Ort stattgefunden hat, zu dem dieses Plakat die Leute aus Paris versucht hat zu locken, nämlich den Badeplatz La Grenouillère, ein Stückchen Seine abwärts der Hauptstadt. Es gibt die Zugverbindung an, die relativ neu ist, von Gaston Lazare, der später auch aus etlichen Gemälden bekannt ist, nach Croissy. Und es zeigt so etwa, was da passiert. Man kann es sich vorstellen, es war eine Szene-Lokalität außerhalb von Paris. Im Sommer 1869 malen Claude Monet und Auguste Renoir den Badeplatz La Grenouillère, der Froschteich, vor den Toren von Paris. Der Ort liegt einen Flussbogen westlich der Stadt und ist mit der neuen Eisenbahnverbindung leicht zu erreichen. Das sind zwei Stiche, die gemacht wurden. Hier sieht man die Landkarte. Hier in Saint-Michel hat Monet gewohnt. Das ist etwas schlecht zu erkennen. Hier ist der Bogen der Seine. Ile Croissy. Und hier in der Seine liegt eine kleine Insel, auf der sich dieses Bad, dieser Ort befand, La Grenouillère. Monet wohnt in dieser Zeit in Saint-Michel oberhalb von Bougival, kaum einen Kilometer entfernt. Ein Jahr später
wird er sich in London aufhalten, geflohen vor den Preußen. Aber 1869 ist von dem drohenden Krieg nichts zu spüren. Seit der Badeplatz im Frühjahr vom Kaiser und seiner Gattin Eugenie besucht wurde, erfreute er sich größter Beliebtheit. Das kleine Inselchen, nach seiner Form Camembert genannt, wird zum Szenetempel der Pariser Sommerfrischler. Ich glaube, das ist jetzt, ja doch. Hier sieht man diese runde Insel. Froschteich heißt der Platz nicht etwa wegen der dort anzutreffenden Amphibien, sondern die Grenouilles sind die Badenden, die Wasserfrösche. Noch ein Foto. Das Plakat für die Tanzveranstaltung jeden Donnerstag lässt am ehesten erahnen, welche Art von Spektakel sich um den Froschteich herum abspielt. Es ist nicht gerade ein idealer Platz für naturbezogene akademische Landschaftsmalerei. Monet und Renoir suchen den Ort auf, um die Salonmalerei mit anderen Mitteln fortzusetzen. Im September, gegen Ende der Badesaison, schreibt Monet an Bassy: Ich hege einen Traum für den nächsten Salon. Ein Bild mit dem Bad von La Grenouillère, für das ich ein paar schlechte Skizzen gemacht habe, aber es ist ein Traum. Renoir will dieses Bild auch malen. Aus dem Traum wird nichts. Der Krieg und der Impressionismus kommen dazwischen. Die Bilder, die Monet und Renoir bei der Grenouillère malen, werden oft als Vorbilder einer neuen Malweise angesehen. Ein gleichbleibender Pinselstrich durchzieht das ganze Bild. Im Himmel, im Wald und in den Figuren wiederholen sich die Wellenmuster des Wassers. Deutlicher als je zuvor zeigt sich hier jene Art von Signatur, an der man später den Impressionisten erkennen wird. 5 Bilder sind von dem Ort überliefert. Die skizzenhaft ausgeführten Bilder geraten damit zu den ersten Beispielen einer künstlerischen Strategie, die im weiteren Verlauf die geltenden malerischen Werte radikal umwertet. Sie bewertet ein bislang zweitrangiges Merkmal, die Malweise, als maßgeblich und erklärt eine andere Bildeigenschaft, die bislang als unverzichtbar galt, die Abbildung für Welt, als vernachlässigbar. An der Malweise wird man künftig neue von alten Bildern zu unterscheiden lernen. Was sie zeigen, wird dagegen zweitrangig. Man kann an den Bildern Kosten und Nutzen bilanzieren. In den alles verschlingenden Wellen bleibt vom Spektakel der vorstädtischen Sommerfrische nichts übrig, denn die Gesichter, die Blicke und Gesten verschwinden hinter einer malerischen Textur, die alle Details ihrem Stilwillen unterwirft. Die Revolution der Moderne, die sich als malerische Methode in den Bildern erstmals deutlich zeigt, ist allerdings etwas anderes als eine bloße Frage des künstlerischen Willens und schon gar nicht eine einfache Befreiung der Malerei. Die neue Strategie kann nur deshalb zu einem Erfolg werden, weil die Bilder sich im gleichen Zug einer anderen, neuen Ordnung unterwerfen. Diese Ordnung kommt nicht aus dem Nichts, sondern ist gut vorbereitet. Ihr Fundament liegt in den Kategorien einer Institution namens Museum. Und ihre Folgen, die an einem schönen Sommertag vor den Toren von Paris kaum jemand absehen konnte, reichen bis in unsere Gegenwart. Und zwar, um es genau zu sagen, bis in die unmittelbare Gegenwart dieser Vortragsreihe. Die Tatsache, dass man heute darüber nachdenkt, ob eine neue Bildwissenschaft nötig ist, folgt aus der Trennung der kulturellen Bereiche Bild und Kunst. Nur noch die wenigsten Bilder gelten heute als Kunst und umgekehrt stellt Kunst kaum noch Bilder her, die eine größere öffentliche Wirkung erreichen. Eine Wurzel dieses Verhältnisses liegt in der Umwertung der Funktion von Abbildung und Unterscheidung. Abbildung von Welt und Unterscheidung von einem Gemälde und gegenüber dem anderen. Damit führt von der malerischen Methode der Grenouillère-Bilder ein gerader Weg zu der Frage nach einer neuen Bildwissenschaft. Somit sind es nun 3 Fragen, die heute Abend im weiteren Verlauf zu klären sein werden, wenigstens ansatzweise. Zu der im Titel angekündigten, was die Revolution der Moderne mit der Fotografie zu tun hat, kommen 2 weitere. Wie die Bilder von der Badestelle La Grenouillère die Ordnung des Museums abbilden und welcher Weg von dort aus dazu führt, dass wir über eine neue Bildwissenschaft nachdenken. Der Gang der Ereignisse lässt sich als eine Geschichte erzählen. Aber diese Geschichte hätte wie alle Geschichten das Problem, eins nach dem anderen zu setzen
und die Basis und die Bedingungen der Abfolge zu verdecken. Um die Zusammenhänge deutlich zu machen, bedarf es deshalb eines kleinen Umweges über einige Grundbegriffe. Wenn man danach fragt, wie und warum Bilder zustande kommen und warum sie sich als erfolgreich erweisen, genügt es nicht, ein einzelnes Bild zu betrachten oder gar den Betrachter ins Zentrum zu stellen. Man muss das Bild mit anderen Bildern seiner Umgebung vergleichen. Mit Bildern, die zur gleichen Zeit und vor allem in einem ähnlichen Zusammenhang entstehen. Vergleichen heißt dabei etwas dezidiert anderes als Hermeneutik. Es hat mit dem Versuch, etwas richtig zu verstehen, zu interpretieren oder gar eine Bedeutung zu konstruieren, wenig zu tun. Ein Bild kommt nie für sich allein zustande, sondern immer im Verhältnis zu einer ganzen Klasse von Bildern, die an derselben Stelle und zur selben Zeit möglich sind oder realisiert werden. Manchmal kann man Bilder zwei verschiedenen Klassen zuordnen. Und gerade das ist es, was die Bilder der Impressionisten auszeichnet. Sie stehen an der Stelle eines Scharniers, an dem eine Klasse von Bildern in eine andere umklappt, habe ich geschrieben, aber ich müsste sagen, durch eine andere ersetzt wird. Vielleicht ist das Bild des Scharniers nicht ganz richtig. Ich weiß nicht. Insofern, na gut. In der Klasse der akademischen Landschaftsmalerei scheitern die Bilder der Impressionisten. Innerhalb der Kunst der Moderne wurden sie zu erfolgreichen Modellen. Nur zum Vergleich, praktisch eine Serie von Bildern, der die Bilder immer noch angehören, und die Serie von Bildern, die davon ausgeht. Das sind jetzt willkürlich gewählte Beispiele, die sozusagen eine Tradition von Landschaftsmalerei aufrufen und damit ein bestimmtes Genre, das bestimmte Regeln hat. Und danach eine andere Strategie von Unterscheidung, die letztlich dazu führt, eben nachdem ich vorher erzählt habe, dass es wichtiger ist, eine Unterscheidung zu setzen und der Bildinhalt, das Dargestellte, geopfert wird. Pollock ist einer von den Endpunkten, man könnte auch Malevich früher ansetzen, man könnte auch Rothko oder, da fällt mir noch ein, Newman nennen, Reinhardt auch. Eine Klasse von Bildern zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Bilder auf eine bestimmte Art und Weise geordnet sind. Dass ihre Bilder an einem bestimmten Ort auftauchen. Dass sie in einem bestimmten Sinn miteinander verglichen werden können. Dass sie mit bestimmten technischen Medien angefertigt sind, gespeichert und verteilt werden. Dass sie innerhalb der Klasse als mehr oder weniger erfolgreich bewertet werden. Und dass die Klasse selbst an etwas gebunden ist, das außerhalb von ihr steht. An einer Ökonomie, wie der Film und das Kino, an eine Äußerung politischer Macht, wie die Bilder der Luftaufklärung im Zusammenhang mit einem Krieg, an die Handlung des Kaufens, wie Werbebilder in ihrer Konstruktion von Zielgruppen und Konsumenten, oder an eine Institution, wie die Bilder der Kunst und die Bilder der Moderne, im engeren Sinn an ein klar definiertes Zusammenspiel von Kunstmarkt und musealer Ordnung. Der Erfolg der Bilder hängt mit dem ihrer Klasse zusammen und umgekehrt. Innerhalb der Klasse äußert sich der Erfolg eines Bildes darin, dass es Aufmerksamkeit erfährt, dass es als Vorbild für Nachahmung und Unterscheidungen eingesetzt wird. Nach außen dagegen muss eine Klasse Bilder hervorbringen, die ihre Bindung bestärken oder zumindest aufrechterhalten. Ihre Bindung, wie sie sei, eben an Ökonomien, Institutionen etc. Der Begriff einer Klasse von Bildern zielt nicht vordringlich auf die Bilder der Kunst. Man kann Klassen von Bildern auch in den Aufnahmen eines Teleskops, in den Nachrichtenbeiträgen im Fernsehen, in der grafischen Gestaltung von Magazinen, in privaten Schnappschüssen oder in der Modefotografie sehen. Alle solchen Klassen lassen sich durch Ort, Medium, Speicher, Vergleichbarkeit, Erfolgskriterien und Bindungen genauer bestimmen. Der Begriff der Klasse ist sehr allgemein formuliert. Denn er ist nicht auf bestimmte Bilder zugeschnitten. Wozu ich den Begriff benötige, hat nicht vorrangig mit den Bildern der Kunst zu tun. Mich hat dabei eher die Frage interessiert, welche Arten von Bildern sich in den Medien und Kanälen, in denen die Bildermengen der nahen Zukunft zirkulieren werden, ansiedeln können. Und auch, welche kulturellen Regeln sich unter so strikten ökonomischen Bindungen wie im Kino als erfolgreich erwiesen haben und warum. Es geht mir also eher darum, eine Methode zu finden, mit der sich die visuellen Lösungen von Internetdesign, Modefotografie oder Computerspielen etwa beschreiben lassen, als jetzt eine, für die speziell auf Kunst anzuwenden wäre. Bei dem Ansatz greife ich stark auf die frühe Diskursanalyse bei Foucault zurück,
Aber die Begriffe und insbesondere der Begriff der Klasse ist nicht aus der Gesellschaftstheorie, sondern vom Klassenkonzept der objektorientierten Programmiersprachen übernommen. So viel nur ganz knapp zu den methodischen Fragen. Und im Gegensatz zu den Cultural Studies und den Visual Studies, die gerade dabei sind, sich zu formieren und auch sehr interessante Thesen und Aufsätze produzieren, glaube ich, dass man ohne Methode zwar gut über alles schreiben kann, aber am Ende nichts weiß. Das einzelne Bild steht mit der Klasse von Bildern, der es zugehört und zugehören will, in einer einfachen Beziehung von Nachahmung und Unterscheidung. Teils imitiert es vergleichbare Bilder, teils unterscheidet es sich von ihnen. Ein Bild kann immer beides zugleich leisten, denn es bildet immer eine große Menge verschiedener Merkmale und Aspekte ab. So gehören die Bilder der Grenouillère sowohl der klassischen als auch der modernen Klasse von Bildern an, weil sie, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg, die Regeln beider berücksichtigen. An jedem Bild lassen sich unter diesem Aspekt zwei Bereiche unterscheiden. Ein Teil des Bildes ist von Regeln bestimmt, ein anderer Teil bleibt variabel. Die Regeln gelten teils sehr strikt, teils nur befristet. Strikte Regeln zeichnen sich dadurch aus, dass sie festlegen, ob ein Bild einer Klasse von Bildern angehört oder nicht. Bisweilen werden diese Regeln ganz ausdrücklich formuliert, wie etwa in den Zulassungsbedingungen zu den Salons der Zeit Monets. Meistens bleiben sie ungesagt, sind aber nichtsdestoweniger wirksam. Eine andere Art von Regeln stellt sich quasi von selbst ein. Indem erfolgreiche Lösungen, Bildlösungen, so lange nachgeahmt werden, bis sie sich als Konvention etablieren. Man denke etwa an Fernsehformate. Die variablen Bildteile lassen sich auf ähnliche Weise unterscheiden. Einige davon spielen innerhalb der Klasse von Bildern eine große Rolle, indem sie über den Erfolg oder den Misserfolg eines Bildes entscheiden. Zum Beispiel ist es in der Moderne zwar eine strikte Regel, sich von allem Dagewesenen unterscheiden zu müssen, die Art der Unterscheidung entscheidet aber über den Erfolg und ist damit variabel. Das führt auch dazu, dass gleichzeitig immer mehrere stilistische Positionen markiert werden können, nachdem einmal die Methode klar ist. Andere variable Bildmerkmale tragen dagegen zum Erfolg nicht bei. So erscheint es in der Moderne zusehends irrelevant, was abgebildet wird. Und auch bei Monet bleibt es sich gleich, ob er Badeplätze, Blumenwiesen oder Heuhäufen als Motiv wählt. Wichtig sind die Stilmerkmale, die er für sich als persönliches Unterscheidungsmerkmal kultiviert. Wendet man die Begriffe des kleinen Theorieexkurses auf die Bilder der Grenouillère an, so zeigt sich, wie sie gegen die Regeln der akademischen Malerei verstoßen, sich aber zugleich in eine andere Klasse von Bildern eintragen. Innerhalb der akademischen Salonmalerei muss die unterschiedliche Struktur von Wäldern, Wolken und Wasser wiedergegeben werden. Eine Kritik des Salons von 1870 wirft Corot höhnisch vor, er zeige Wald und Wasser so, als ob sie aus einem und demselben Material bestünden. Das Gleiche hätte man auch über Monet oder einen anderen der Impressionisten sagen können. Was die akademische Bildklasse als Schlamperei verwirft, kodiert die Moderne als stilistischen Unterschied von alt und neu. Der Erfolg dieser Umwertung und damit auch der Erfolg der Malereistrategie war allerdings kaum absehbar, als Monet und Renoir ihre Bilder gemalt haben. Die Bildklasse der modernen Kunst war zwar als Struktur angelegt, aber noch unausgefüllt. Erst im Nachhinein werden sich die Bilder der Grenouillère als Ausgangspunkt und Modell erweisen. Die Geschichte lässt sich also nicht einfach so erzählen, als ob Monet und Renoir etwas Bestimmtes beabsichtigt und dann auch erreicht hätten. Die Verhältnisse liegen eher umgekehrt. In ihren Bildern findet sich etwas wieder, das sich später als erfolgreich erwiesen hat. Es verhält sich nicht so, dass die Bilder ihre Existenz den Malern verdanken, obwohl man die Geschichte immer so erzählt, sondern eher umgekehrt, dass die Maler ihre Existenz den Bildern verdanken. Und dass man ohne den späteren Erfolg ihrer Bilder innerhalb der neuen Klasse von Bildern wohl nie jemand daran gedacht hätte, sie als Personen in Biografien zu überliefern. Von der Klasse der Bilder aus betrachtet, ist die Figur des Künstlers ohnehin eine artifizielle Form. Die meisten Bildklassen verzichten darauf, den Autoren eine prominente Stelle zuzuweisen. Und auch die Kunst hat vor Vasari keine Biografien benötigt. So gesehen setzt die Figur des Künstlers und dessen Biografie nichts anderes als eine Einheit, die etwas ordnet
und Elemente vergleichbar macht, Bilder vergleichbar macht, die aber keineswegs als notwendig oder unumgänglich gelten kann. Es mag sich zwar eigentümlich anhören, aber der Beginn der Moderne lässt sich auch ohne die Figur des Künstlers erzählen. Fürs Erste heißt das, davon auszugehen, dass Monet und Renoir nicht wussten, was sie taten, als sie sich in dem Pariser Szenebad zum Malen trafen. Statt bei den Künstlern muss man dann bei den Voraussetzungen ihrer Existenz und ihres Erfolgs beginnen. Bei der Institution des Museums und bei der Störung des Kunstbetriebs durch die Fotografie. Diese bildet die strukturelle Basis der Revolution, das Museum, die Fotografie ihren unmittelbaren Anlass. Das Museum in der Form, die wir bis heute kennen, stellt im 19. Jahrhundert eine vergleichsweise neue Institution dar. Ihre Gründung hängt mit der Umwandlung der Kunstkammern in öffentliche Ausstellungsräume zusammen. Diese Umwandlung bedeutet zugleich eine Umordnung. Der feudale Reichtum wird rationalisiert, er wird verständlich gemacht, indem man die Bilder nach Ländern, Epochen und zeitlicher Abfolge sortiert, so wie man es heute noch aus den Museen kennt. Die Verzeitlichung übrigens war in der Phase zwischen 1770 und 1820 sozusagen ein umfassendes wissenschaftliches Programm, dem praktisch alle Wissensfelder unterworfen waren. Foucault zeichnet es sehr schön nach in seiner Ordnung der Dinge. Damit entsteht die institutionelle Basis im Museum für eine Klasse von Bildern, in der die Zeit und damit die Unterscheidung zwischen alt und neu eine besondere Rolle spielt. Diese Ordnung, die museale, legt das Fundament, auf dem die Revolution der Moderne aufbaut. Die Art und Weise, wie die Malerei der Moderne den Unterschied zwischen alt und neu realisiert und warum sie sich dazu genötigt sieht, ganz neue Wege zu beschreiten, hängt mit der Erfindung der Fotografie zusammen. Die Fotografie stellt die abbildende Malerei vor ein großes Legitimationsproblem und regt zugleich ex negativo die visuelle Lösung an, mit deren Hilfe Malerei ihr Fortbestehen sichert. Muss noch groß sein. 1839 stellt der Physiker Dominique François Arago das fotografische Verfahren von Mondet Daguerre der Öffentlichkeit vor. Ein gutes Jahrzehnt später bricht der Markt der Porträtminiaturen zusammen, als erste massentaugliche fotografische Verfahren aufkommen. Die Malerei droht nicht nur ihre Aufgaben, sondern auch ihre institutionelle Basis zu verlieren, als 1850 Gustave Le Gray seine Fotografien zum Salon einreicht. Ich habe jetzt ein schönes Bild von 1853 gefunden. Ein Aspekt in dem Bild, der übrigens auch sehr spannend ist, Le Gray ist an den gleichen Ort gefahren, an dem die Schule von Barbizon gearbeitet hat, hat also ein kunsthistorisch etabliertes Motiv aufgegriffen und das versucht nachzubilden. Ich komme nachher nochmal darauf zurück, aber es kommt dann sehr schnell zu solchen wechselweisen Verhältnissen. Fotografen, die versuchen Kunst zu produzieren, Künstler, die mit Fotografie, kommt nachher noch genauer. Aber das ist jedenfalls auch ein Beispiel, wie Fotografen versuchen zu malen. Ironischerweise bezeichnet er seine Fotografien als Lithografien, weil der Salon die Kategorie Fotografie nicht anerkennt. Die Ironie liegt darin, dass die fotografischen Verfahren ursprünglich von Nicéphore Niépce, ganz am Anfang, als der Film lief, haben wir ein kleines Bild von Nicéphore Niépce gesehen. Ursprünglich von Nicéphore Niépce nicht zu Zwecken der Abbildung geplant wurden, sondern als Verbesserung der Lithografie. Das ist so ähnlich, wie Gutenberg seine Bibel nicht gedruckt hat, um Bücher zu vervielfältigen, sondern um die Schrift zu verschönern und zu perfektionieren. Das nur als ein anderes Beispiel für Erfinder, die nicht wissen, was sie tun. Ich glaube im Übrigen, dass das die Regel ist. Zurück zum Salon. Die Bilder Le Grays werden erst zugelassen und dann nach Protesten der Künstler wieder entfernt. Die Affäre stellt nur einen der vielen Punkte dar, an denen der Konflikt zwischen der Fotografie und der Kunst offensichtlich wird. Eine andere Frage betrifft die Urheberrechte. In Frankreich wird der Fall
der Fotografen Meyer und Pearson gegen die Porträtreproduktion von Bettbetter und Schwabe zum Präzedenzfall, bei dem die Fotografen ihre Rechte nur dann wahren können, wenn sie ihre Bilder als Kunst deklarieren, was ihnen letztlich vor Gericht gelingt. In München, hier, kommt es 1864 zu einem ähnlichen Streit und dem Austausch von wütenden Pamphleten zwischen dem Maler Eduard Schreiner und dem Fotografen Ernst Reuelbach. Was die Produktion von Bildern anbelangt, nehmen die Maler keine einheitliche und auch keine konsistente Position ein. Viele arbeiten nach Fotos, und zwar bereits lange vor dem allgemein bekannten Fall Degas. Eugène Delacroix ist 1850 an der Gründung der Société Héliographique beteiligt und seine Anhänger und Schüler, unter ihnen Monet, wissen genau, dass der Meister seine Porträts erst zu malen beginnt, nachdem das Modell das Atelier verlassen hat. Die Gegenoffensive der Maler führt Jean-Auguste-Dominique Ingres an. Er legte zusammen mit anderen Malern Protest gegen den Richterspruch im Fall Meyer und Pearson ein. Ihre Forderung bestand in der Anerkennung der alleinigen Kunstwürde der Malerei. Als Argument diente wie in allen solchen Fällen die Rolle der Hand, obwohl es eigentlich um Institutionen und Rechte geht. Die Hand des Malers schafft das Bild, während die des Fotografen mit dem Bild nichts zu schaffen hat, so grob gesagt Ingres. Ein amüsantes Detail an dieser Geschichte besteht darin, dass Ingres zeitgleich in seinen Selbstporträts verrät, dass er nach Fotografien arbeitet. Eine Unregelmäßigkeit. Eine winzige Abweichung von der Symmetrie bringt die Sache ans Licht. Rechtzeitig vor Erfindung der Fotografie wächst ihm neben der Nase eine Pustel, die er pflichtbewusst in ein Selbstporträt aus dem Jahre 1835 einzeichnet. Hoffentlich ist es da. Diese Pustel. Ich zähle es zwar so genau, dass ich sie gar nicht treffen kann, aber es ist ein kleiner schwarzer Fleck. Gut 20 Jahre später, hier sieht man es noch schlechter, ah doch, auf der Großbildleinwand. Ja? Gut 20 Jahre später ist diese Pustel nicht nur ein wenig größer geworden, sondern hat darüber hinaus eine erstaunliche Veränderung erfahren. Sie hat die Seite gewechselt. Das frühe Porträt entstand nach dem Blick in den Spiegel, der die Seiten verkehrt. Das späte nach einem Foto. Die Lage der Malerei wurde in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts prekär. Einerseits griff sie immer öfter auf Fotografien zurück, andererseits wollte sie die Privilegien der Kunst, ihre Rechte und Institutionen keinesfalls aufgeben. Was die Bilder der Impressionisten in dieser Lage anbieten, sollte sich als wirksamer erweisen als alle direkten Angriffe gegen die Fotografie. Sie werden zu Mustern einer Klasse von Bildern, deren Zugang der Fotografie unerreichbar bleibt und die dennoch der Malerei mittelfristig all die Institutionen der Kunst allein bewahrt. Um die neue Klasse von Bildern wirksam werden zu lassen, bedarf es einer zugrunde liegenden Ordnungsstruktur, einer erfolgreichen Bildung, an deren wichtigste Unterscheidungskriterien, einer funktionierenden Ökonomie und neuer visueller Regeln von Unterscheidung und Nachahmung. Das alles kommt nach und nach zustande. So, als ob eine Reihe von Schaltern umgelegt werden müsste, bevor sich die große Maschine der Moderne in Bewegung setzen kann. Zurück zu den zwei Malern, die nicht genau wissen, was sie tun. Ein Krieg, oder besser gesagt zwei Kriege, befördern den Erfolg ihrer Bilder. Ein Krieg ist gerade vorbei, der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865, während ein anderer kurz davor ist zu beginnen, der Krieg Preußens und der süddeutschen Staaten gegen Frankreich. Ein Teil der Pariser Kunstszene flüchtet nach London. Dort knüpft der Galerist Durand Ruel Kontakte zu amerikanischen Sammlern, die zwar wenig über die Geschäftsgebaren der akademischen Pariser Salons wissen, aber europäische Kultur und die vergleichsweise neue Institution des Museums schätzen. Sie wollen neue Bilder und haben nichts gegen solche, denen man ihre Neuheit im Unterschied zu allem Alten auch ansieht. Der Galerist Durand Ruel stellt eine Verbindung her, die sich erst zögerlich entwickelt, aber in den 80er Jahren auszahlt, als er mehrere große Malereiausstellungen in Amerika organisiert. Diese Bindung an den amerikanischen Markt ist mitentscheidend, denn nur so kann eine neue Form von Kunsthandel entstehen, die nicht mehr an die Salons gebunden ist und deshalb von der althergebrachten akademischen Regel abweichen kann.
Bald nach dem Ende von Krieg und Besatzung kommt es zu jenem Skandal, der der Gruppe den Namen Impressionisten einträgt. Als Schimpfwort in Anlehnung an den Titel eines Gemäldes von Monet, Impression Soleil Levant. Impression, Sonnenaufgang, ja genau. Kann man das lesen? Das ist das Titelblatt des Katalogs und da. Na? Die Ausstellung war zwar nicht besonders erfolgreich, aber zum Skandal. Das Ereignis, man kann auch sehen, warum, die Skizzenhaftigkeit hat sich noch weiter verstärkt, wenn man so will. Oder die Methode, anders gesagt, die Methode, die malerische Strategie beginnt Form anzunehmen, wird weiterverfolgt. Das Ereignis eines öffentlichen Skandals erweist sich als sehr hilfreich. Denn im Skandal wird der Bruch der alten Regeln bestätigt und die Aufmerksamkeit auf das Neue gelenkt. Die Skandale sind für lange Zeit ein Modus operandi der Moderne. Sie sichern die Aufmerksamkeit für das Neue, weil diejenigen, die noch auf dem Stand der alten akademischen Malerei denken, sich über die neuerliche Verletzung ihrer alten Regeln echauffieren. Für all jene, die schon innerhalb der neuen Klasse von Bildern operieren und deren Regeln kennen, gelten sie dabei dagegen als untrügliches Indiz des Erfolgs. In einer langen Reihe von Skandalen stellt die Kunst von den Regeln einer Klasse von Bildern auf die Regeln einer anderen Klasse um. Und nutzen lassen sich diese Skandale so lange, bis die alten akademischen Regeln auch aus den letzten Köpfen gelöscht sind. Und das geht ja bis heute sozusagen, dass man den Modus des Skandals provoziert, um die gleiche Art von Neuheit zu erzeugen. Ein nächster wichtiger Schritt besteht darin, die Institutionen, deren zeitliche Ordnung man längst nacheifert, einzunehmen. 1888, 5 Jahre nach dem Tod Edouard Manets, bot dessen Witwe das Gemälde Olympia zum Verkauf an. Über 2 Jahre hinweg kämpften Monet und ihre Gruppe, nun die Gruppe der Impressionisten, darum, das Werk dem Louvre schenken zu dürfen. Letztlich wurde die Schenkung angenommen, aber das Bild wurde vorerst im Palais de Luxembourg abgestellt. Dennoch, mit der nachträglichen Musealisierung beginnt das neue Geschäftsmodell, das die Basis der Moderne bildet, Form anzunehmen. Das Zusammenspiel zwischen privatem Kunsthandel und einem Museum, das Kunst speichert und dadurch Preise garantiert. Manet war mir übrigens immer eine Art von Rätsel. Er gehört nicht richtig dazu und gehört doch dazu. Er malt anders, aber sie ordnen ihn sich zu. Also das ist ein eigenartiges Verhältnis, wie eine Gruppe, ein Maler, der eigentlich nicht die gleiche Strategie verfolgt, als einen, der ihren reklamiert, sich mit seiner Hilfe sozusagen zum ersten Mal ins Museum eintritt, einen Tritt verschafft, aber gleichzeitig auch dagegen protestiert. Vielleicht sind die Bilder bekannt, die Cézanne gemalt hat, die 2 Fassungen der modernen Olympia, die, schade, ich habe sie jetzt nicht da, oder ich habe sie auch woanders auf dem Laptop. Wer mag, kann sie sich mal angucken. Die sind deutlicher visueller Protest dagegen, dass Manet dazugehören soll. All diese Entscheidungen und Ereignisse führen in ihrer Gesamtheit zu einer entscheidenden Umstellung. Die Malerei überlässt die Aufgabe, Welt darzustellen, der Fotografie, weil sie etwas Wichtigeres zu erledigen hat. Gemälde können von nun an auf die Abbildung von Sichtbarem nach und nach verzichten, solange sie sich nur von allen anderen Bildern unterscheiden und dadurch dazu beitragen, etwas Neues zu erfinden. Diese Neuheit wird deshalb so erfolgreich, weil sie die historische Ordnung des Museums fortschreibt. Um noch ganz kurz an 2 Beispielen zu zeigen, wie sich aus dieser Perspektive der Fortgang der Geschichte darstellt. Georges Seurat, dachte eigentlich, ich hätte ihn, nein, habe ich doch nicht. Georges Seurat versucht, die Methode Monets auf wissenschaftliche Basis zu formalisieren. Ach doch, ich hatte den einen Seurat am Anfang gezeigt. Versucht, die Methode Monets auf wissenschaftliche Basis zu formalisieren. Aber sein Pointillismus kann nicht das Ende der Moderne, sondern nur eine Durchgangsstation sein. Der neue Modus zeitlicher Unterscheidung lässt keine dauernde Konvention mehr zu. Jedenfalls nicht auf dieser Spur sozusagen, nicht auf der Spur, wo sozusagen der Pinselstrich oder die Variation, die Maler da machen, das Darstellbare nach und nach an den Rand drückt. Andere Konventionen werden sehr wohl zugelassen. Aber nicht so, wie Seurat sie versucht hat zu formalisieren. Er ging von dem
Vierfarbdruck und von der Gestaltung von Gobelins und aus und hat die Vierfarbtheorie von Chevreul genommen, um sozusagen zu sagen, welche Farben dürfen wir nebeneinander setzen, wie müssen wir sie nebeneinander setzen, in welchem Abstand, um das, was Monet angefangen hat, zu perfektionieren. Aber es geht ja nicht um Perfektion. Das war der Irrtum. Es kommen Nachfolger, die lernen, dass die neuen Regeln nicht in den Wissenschaften, sondern in einem Fortschritt bestehen, der nur neue Bilder von alten unterscheidet. Einer davon ist Vincent van Gogh. Sein Weg zur Moderne kann als eine exemplarische Schulung betrachtet werden, in der er alle Stilrichtungen durchläuft, bis er zuletzt dank der Hilfe seines Bruders Theo, von Beruf Kunsthändler, einsieht, dass nur der Fortschritt, also nur die Differenz von alt und neu und sonst nichts, ihn aus seiner Malermisere retten kann. 1886 schreibt er aus Paris: Was sich hier erreichen lässt, das ist der Fortschritt. Und was zum Teufel das auch sein mag, es ist hier zu finden. Als er es gefunden hat, sagt er dann, ich würde ein Kolorist werden, wie es noch keinen gegeben hat, und fährt nach Arles und wir wissen, was dabei rausgekommen ist. Dass es gut möglich ist, die Entdeckung der Malerei allein den Künstlern und ihrem Genie zuzurechnen, zeigen die vielen Bücher und Ausstellungen, in denen die Geschichte so erzählt wird. Sie liefert nur keine Erklärung dafür, warum es so kommen musste. Stattdessen versenkt sie die Bildgeschichte der Moderne in einer Reihe von Biografien, die selbst eher erklärt werden müssen, als dass sie etwas erklären. Um für einen Moment auf die Fotografie zurückzukommen. Mit der Methode Monets wird nicht irgendein Weg ausgewählt, um neue von alten Bildern. Achso, ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen, weil du die Arbeit mit der digitalen Kunstgeschichte erwähnt hattest. Ich hatte damals so eine Weile die Vorstellung, man müsste diese Kette, sozusagen die zweite Hälfte der Kette, die ich vorher gezeigt habe in den Bildern, man könnte die formalisieren. Man könnte sie also ähnlich, wie Wölfflin auch formale Kriterien entwickelt hat, um zwei Fotografien auseinanderzuhalten, um es grob zu sagen, und sie auf die Ordnung der Geschichte abzubilden. Und so ähnlich könnte man auch statistische Analysen verwenden, um die Abfolge der modernen Malerei auseinanderzuhalten. Und zwar, ich erkläre es ganz kurz, und zwar kann man sagen, oder Informatiker hätten gesagt, die Bilder sind frequenzkodiert. Frequenzen gibt es nicht nur im Akustischen, da kennt sie jeder, und jeder, der schon mal in einer Stereoanlage rumgedreht hat oder so an den Höhen und Bässen und so weiter, weiß, was den Wechsel der Frequenzen für Auswirkungen hat. Es gibt auch Frequenzen in beliebigen anderen Signalen. Und Bild kann man in dem Sinn als ein Signal auffassen. Das ist etwas technische Begrifflichkeit und ich bin mir auch im Zweifel, wie weit sie führt, aber man kann sich das überlegen. Also weiter. Solche Ortsfrequenzen tauchen überall auf, wo etwas regelmäßig ist. Zum Beispiel, wenn wir hier die Banderole angucken, das ist eine klare Abfolge von regelmäßigen Linien. Oder wenn ich von hier oben die Stühle angucke, ist es auch eine Abfolge von Linien, die sich nach hinten verjüngt. Das sind alles Ortsfrequenzen. Wiederholungen von Orten. Jetzt der Pinseleintrag, den Monet vornimmt auf seinem Bild, den nachher auch Seurat formalisiert, setzt auch eine bestimmte Frequenz. Also es wiederholt sich immer ein farblicher Unterschied. Und in diesen Frequenzen können wir, oder haben wir auch gelernt bei Gängen ins Museum, verschiedene malerische Stile aufrechterhalten. Es gibt so eine Funktion von Frequenzkodierung, die so lange anhält, bis sozusagen das Spektrum, auch wieder in physikalischen Worten, bis das Frequenzspektrum erschöpft ist. Daneben gibt es immer noch andere Methoden, sozusagen das Neue gegenüber dem Alten zu kodieren. Zum Beispiel die Methode, die sozusagen in der Gegenwart die beliebteste innerhalb der Kunst geworden ist, ist die Funktion des Imports. Einer von den ersten Importen, also es finden immer Importe von Wissensformationen außerhalb der Kunst in die Kunst statt. Das ist was ganz Gewöhnliches. Die Frage ist nur, ob sie erfolgreich als Unterschied von alt und neu kodiert werden. Einer der ersten, mit dem das so passiert ist, ganz signifikant, war der Surrealismus, der eben auch von der Frequenzkodierung abweicht. Aber das Gleiche gilt auch, was weiß ich, wenn ich mir die letzten Dokumente angucke, ist es klar, sie führt einen bestimmten diskursiven Import durch. Es ist jetzt keine Kritik, ich fand das war nicht der schlechteste Import, den sie durchgeführt hat, aber es ist eben, man sagt dann, nun, dieses Dokument ist politisch geworden und sie stellt die ganzen Sachen dar, aber es ist ein Import eines politischen Diskurses in die Kunst hinein. Man kann von der Figur des Imports sehr viele Sachen unterscheiden und sie ist auch sozusagen in dem Augenblick bedeutender geworden als die Bilderstrecke, die bei Monet anfängt und bei Pollock aufhört oder so, oder die Bilderdifferenz zusammengebrochen ist. Um für einen Moment auf die Fotografie zurückzukommen.
Mit der Methode Monets wird nicht irgendein Weg ausgewählt, sondern um neue von alten Bildern zu unterscheiden, sondern genau der, auf dem die Fotografie nicht folgen kann. Die ersten Daguerreotypien wurden für ihre für Maler unerreichbare Detailtreue gelobt. Und genau diese Detailtreue, das ist jetzt nochmal, das muss ich so ausführen, das ist nochmal ein Beispiel dafür, wie Fotografen versucht haben, sich in den künstlerischen Diskurs einzutragen. 3 Jahre später malt Monet sowas. Oh, da habe ich aus Versehen 5 reingeschrieben. Wie auch immer man das verstehen soll, ich kann sie nicht löschen. Also bitte die 5 wegdenken. Vielleicht ist es ja auch ein Rätsel. Also es gibt eine Übereinstimmung zwischen fotografischen Bildern und zwischen malerischen Bildformen. Und zwar in beiden Richtungen, sodass die Fotografen versuchen, Malerei zu imitieren und die Maler versuchen, Fotografie zu imitieren. Nur die Malerei reicht sozusagen mit der Strategie der Impressionisten eine Art von uneinholbarem Vorsprung. Ein Vorsprung, der sich auch nur dadurch stabilisiert, dass einfach der Markt dann so ausgerichtet ist, dass man Fotografie nicht leicht handeln kann. Die Detailtreue der Fotografien beginnt Monet aufzugeben, um stattdessen mit der eigenen Handschrift, nicht bei dem Bild, was ich gerade gezeigt habe, sondern eben 7 Jahre später bei den Bildern der Grenouillère, um stattdessen mit der eigenen Handschrift einen Stil ins Bild einzutragen. So gut es den Fotografen gelang, die klassischen Bildsujets der Salonmalerei zu imitieren, eben dieses hier, so deutlich scheiterten sie bei dem Versuch, die neue Handschrift der Maler nachzuahmen. Man kann die Debatte über den Kunstwert der Unschärfe, die am Ende des 19. Jahrhunderts geführt wird, vor diesem Hintergrund verstehen. Aber die Strategien der modernen Malerei erweisen sich als uneinholbar. Man kann sich noch weiter überlegen, gut, das habe ich jetzt nicht ausgeführt, weil ich den Bogen nicht zu weit spannen wollte, aber ganz kurz sozusagen, wann die Fotografie und unter welchen Bedingungen sie dann überhaupt ins Museum eintritt. Es gibt natürlich auch schon sehr früh, zum Beispiel von Lichtwag in Hamburg, Versuche, Fotografien ins Museum zu übernehmen. Aber es ist nicht wirklich was sich durchsetzt, sondern die Fotografien haben einen eigenen Markt und bilden eine eigene Bildklasse mit eigenen und anderen Regeln, und kommen erst dann ins Museum, und da ist auch wieder der Bogen dahin, als die malerische Distinktion zusammenbricht, etwa in den 60er Jahren oder 50er, 60er Jahren, und man sich überlegt, okay, was können wir noch alles ins Museum eintragen, was können wir alles machen, um diese Unterscheidung zwischen alt und neu weiterzuführen. Und ein Vorreiter war da bei Duchamp, der als einer der ersten begriffen hat, das Museum ist nicht nur imstande, Bilder zu verarbeiten, sondern die Regularien, die Sets erlauben es, alle möglichen Objekte drin einzutragen. Und so kommt die Fotografie, nicht direkt durch Duchamp, ich muss gerade überlegen, doch teilweise auch, sie kommt auch im Gefolge des Surrealismus, weil da eine andere Importfunktion, aber sie kommt vor allem über die Konzeptkunst ins Museum. Und man kann die Konzeptkunst auf eine Art und Weise auch beschreiben als die Imitation der Verwaltungsprozeduren des Museums durch die Kunst. Nochmal zurück. Nee. Mit dem mehr oder weniger geglückten Ausschluss der Fotografie aus dem Museum, mittelfristig geglückt jedenfalls, geht eine ganz wesentliche Trennung einher, die Trennung zwischen Kunst und Bild. Heute rechnet man die Mehrzahl der Bilder nicht jener Klasse zu, die als Kunst gilt. Und umgekehrt fallen unter Kunst mittlerweile auch ganz andere Dinge als Bilder. In notwendiger Konsequenz der Tatsache, dass alles, was die Institutionen der Kunst bearbeiten und verwalten können, auch Kunst sein kann. Nur noch ein verschwindend geringer Anteil aller Bilder folgt den Regeln, die der Kunstbetrieb vorgibt. Und wer behauptet, diese Regeln seien frei oder man könnte da alles machen, der täuscht sich ganz gewaltig. Sie sind nur nicht gesagt. Und jene wenigen Bilder, die als Kunst gelten, entfalten ihre Wirkung längst nicht mehr in der großen Öffentlichkeit. Für die Bilder, die unsere Welt prägen, sind Künstler nicht mehr zuständig. Die Kunst hat die Welt aufgegeben, um sich das Museum zu retten. Und auch wenn die Museen als Orte der Kunst, der Kultur florieren, die Bilder, die sie zeigen, sind gegenüber anderen Bildern marginal. Die Künstler der Gegenwart verfügen im Allgemeinen, und Ausnahmen bestätigen diese Regel, nicht mehr über Kompetenzen, Bilder auf dem gleichen Niveau von Professionalität zu machen, das in anderen Bildklassen vorhanden ist. Mit der Trennung der Bilder von der Kunst und der Kunst von den Bildern geht auch der Abschied der Kunstwissenschaften von den Bildern der Gegenwart einher. Sie befindet sich gegenüber den Bildern in einer seltsamen Lage.
weil jene Bilder, zu der sie noch etwas zu sagen weiß, immer unwichtiger werden. Ihre Methoden sind dort stehen geblieben, wo sich die Kunst von den Bildern verabschiedet hat. Das ist etwas grob gesagt, man muss das verfeinern, aber ich hatte mit Hubertus heute schon lange drüber geredet. Man kann das also, das müsste man im Einzelfall überprüfen. Aber ich glaube generell, im Allgemeinen, sie taugen nicht wirklich dazu, die Bildproduktion der Gegenwart zu beschreiben. Man kann als Beispiel den Ansatz von Abi Warburg nehmen. Bei allem Respekt für die kunsthistorische Arbeit und für die großartige Forschung, die er geleistet hat, der in vieler Hinsicht noch immer und zu Recht eine Basis kunstgeschichtlichen Arbeitens darstellt. Warburg sucht ähnliche Muster, Gesten und Figuren in verschiedenen Bildern und quer zu den verschiedenen Klassen von Bildern. Was eine Bildwissenschaft unternehmen müsste, wäre meiner Ansicht nach buchstäblich das Gegenteil. Die Ähnlichkeiten, die Warburg als nennenswert sieht, wären unwesentlich, aber Trennungen, die Warburg übergeht, spielen dabei eine zentrale Rolle. Das liegt einfach an verschiedenen Ausgangsfragen. Ich würde im Sinn einer Bildwissenschaft fragen, wie Bilder unter bestimmten Umständen zustande kommen und warum sie sich als erfolgreich erweisen. Warburg fragt im Sinn einer Kunstgeschichte, welche Grundmuster über Zeiten und Zusammenhänge hinweg stabil bleiben. Wenn man aber verstehen will, wie die Bilder unserer Zeit zustande kommen, führt dieses Vorgehen in die Irre. Wenn man über die Bilder, nach denen sie zustande gekommen sind, reden will, funktioniert das sehr gut. Die Lage ist eigenartig, um nicht zu sagen bedenklich. Wir gehen auf eine Zeit zu, in der sich die Zirkulation von Bildern massiv verstärken wird. Wir stehen vor der eigenartigen Situation, zwar über so viele Bilder wie nie zuvor zu verfügen, aber nicht mehr über eine Wissenschaft von den Bildern. Danke. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Ich habe mein erster Kommentar hierzu. So klingt es, wenn jemand mit einer ingenieurswissenschaftlichen, informationstheoretischen Orientierung über Kunst redet. Und mit dieser Orientierung ist man ja in der Kita-Schule. Das ist ja sozusagen die Kita-Schule Grundvoraussetzung, da überhaupt reinzukommen. Nicht wie der Ingenieur, der nach vollbrachtem Tageswerk die Bürotür hinter sich zumacht. Und dann bei einer Vernissage, begleitet von einem Glas Wein, mehr oder weniger unkontrollierte Aussprüche über ein Kunstwerk von sich zu geben, sondern mit dem vollständigen Verfügen und dem Verwenden von diesem ingenieurswissenschaftlichen Instrumentarium oder informationstheoretischen Instrumentarium. Also wenn zum Beispiel Herr Reinreich über Klassen von Bildern redet, da ist das, glaube ich, eine Redeweise, die wir in der Kunstgeschichte sonst so nicht gewöhnt sind, wo man ja normalerweise doch immer noch mehr so von dem Expressionsmodell ausgeht. Also wie bringt der Künstler seine Seele an die Öffentlichkeit? Jetzt hat sich das hier eingebürgert, dass wir am Anfang kurz untereinander diskutieren, bevor ich dann die Diskussion öffne. Und ich würde mal sagen, normalerweise ist es, glaube ich, so, dass wir um 9 Uhr draußen sein müssen. Das wird, wenn Sie genug Engagement zeigen, ungefähr 20 Uhr. Also, ich würde jetzt erstmal, als Kunsthistoriker ist man bei solchen Generalentwürfen, ist man zwar auf der einen Seite begeistert, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch noch so ein bisschen schlechtes Gewissen und möchte dann auch noch manchmal ein bisschen nach Details fragen, das soll jetzt nicht bettmesserisch klingen, aber die Frage ist natürlich, ob nicht der Rost, den du hier aufmachst, ist, ob der nicht so weit ist, dass manche interessante Phänomene auch da durchfallen. Das ist aber kein grundsätzlicher Vorbehalt an der These dieses Referates. Also zum Beispiel, gibt es nicht auch eine Ikonografie des Impressionismus bzw. der Ikonografie der Postimpressionisten, nicht der postimpressionistischen und nicht gegenständlichen Kunst, sodass dieser radikale Gegensatz dann wieder relativiert wird? Und was sicherlich den meisten auch auf dem Herzen liegt, der letzte Teil, der das Ganze dann ja weit geöffnet hat in die Fragen, die dann im Rahmen des Iconic Dance noch eine Rolle spielen, der war dann sehr ausblickhaft. Gerade auch was jetzt die Ansprüche an eine neue Bildwissenschaft angeht, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn auch sicherlich sehr viel verlangt, wenn du vielleicht noch ein bisschen genauer benennst, wie man diesen Ausblick inhaltlich anführen kann. Das ist jetzt nun wieder auch eine sehr allgemeine Frage. Wie soll ich darauf antworten? Also erstmal, ich würde ja gar nicht bezweifeln, dass es einen ikonografischen oder
Katalog gibt, nach dem die arbeiten, das immer wieder, das musste wieder auftauchen, dass das Wasser eine unglaublich große Rolle spielt, was auch ganz, in, was sozusagen auch für mich interessant ist, weil das Wasser ist sozusagen die Grundfigur, die Welle, die sich im Bild fortsetzt, die Frequenz. Aber das ist natürlich nicht ökologisch gedacht. Ich glaube eben nur, dass man, ich würde die Berechtigung einer Ökologie überhaupt nicht bestreiten. Ich glaube nur, dass sie manche Sachen nicht erklärt. Und unter anderem die sehr wichtige Frage, warum kommen in einer bestimmten Situation oder kittlerianische ausgedacht in einem bestimmten technischen Kanal unter bestimmten ökonomischen Bedingungen, das ist schon wieder nicht mehr kittlerianisch, bestimmte Bildlösungen zustande? Welche Regeln etablieren sich dabei? Was passiert da? Und das Instrumentarium war so allgemein, weil ich dachte, man müsste es auf die verschiedenen Arten von Bildern anwenden können. Aber man kann dann sehr ins Detail gehen. Man kann sich überlegen, gut, was passiert, wenn ein Film gemacht wird? Welche Regeln formieren sich da in den 20er Jahren? Warum kommt es dazu, dass wir so rigide Schnittformen haben, die so rigide sind, dass wir sie schon gar nicht mehr sehen? Also ich glaube schon, dass dieser Formalismus auf eine Art und Weise notwendig ist. Und ich glaube auch, man kann ihn relativ weit in die Einzelfragen reinführen, aber eben in bestimmte gar nicht. Da bleibt er buchstäblich leer. Wie müsste denn, ich kann das auch ein bisschen konkreter fassen, wie müsste denn eine Bildwissenschaft aussehen, die die Trennung von Kunst und Bild nicht mehr so durchführt, wie es in deiner Perspektive notwendig wäre? Das verstehe ich nicht, wie die Trennung von Bild, Kunst und Bild. Wie müsste eine Bildwissenschaft aussehen, die sich um die Bilder kümmert, die nicht mehr beschränkt sind auf die Bilder der Kunst, von denen du ja selber behauptest, dass sie in der Moderne gleichzeitig auch marginalisiert werden? Naja, sie müsste schon ein paar Positionen austauschen, manche Positionen als wichtiger und manche als unwichtiger markieren. Einerseits müsste sie den Maler als Heroen vollkommen ablösen. Auf der anderen Seite müsste sie sich immer wieder zuwenden, nämlich dem Bildproduzenten zu fragen, welche Entscheidungen tragen sich da ein? Warum macht man das so? Wofür hat man sich entschieden, wenn man dieses und jenes Bild gemacht hat? Zum Beispiel, wenn Fotografen nach dem Shooting die Prints oder jetzt auch mit digitalen Bildern die Sachen zustande kommen, die Sachen betrachten, die da zustande kommen, die Bilder. Welche sind die Entscheidungen, die sie dazu bringen, das Bild trifft es mir, das Bild trifft es weniger? Diese Formalien der Abbildung, also sozusagen der Abbildung von Merkmalen, die sich da eingebürgert haben, die sind hoch differenziert, aber gleichzeitig von keiner Theorie berührt. Und wenn, dann von Praktikern, von Werbedesignern, die sich ihre eigene Theorie zusammenspinnen, weil es eine andere Theorie nicht gibt. Es gibt ja nur genug Leute, die in der Praxis stehen und die auch klug über die Praxis reden können. Es gibt ganze Schränke voll Handbücher für Kameraleute und es gibt wie viele Leitfäden für Werber, wie sie welche Zielgruppe adressieren. Das sind alles Sachen, die sich um Bilder drehen und die Bildwissenschaft erstmal nachholen müsste. Sie weiß sie nicht mehr. Herr Wolf. Ja, das war sehr spannend mit der Fotografie und der Malerei. Nun beobachten wir im Moment, dass die Fotografie, also Gursky oder wer auch immer, sensationelle Preise erzielt, glaube ich $220.000. Mit was hängt das zusammen, dass der Kunstmarkt funktioniert und das Museum sozusagen die Aura gibt? Oder haben Sie das Gefühl, dass das, was bei Richter passiert, also auf der einen Seite die Fotografie und dann aber schon die Prozesse, wo die Fotografie wiederum zur Malerei überging oder dann ganz, bei Richter ist es einmal ganz gegenständlich und dann ganz abstrakt, hat es damit was zu tun oder sind es Bildinhalte, ja, naja, bei Ruf vielleicht, die Reflexion über das Bild im Museum? Wie sehen Sie das? Also bei Gursky oder an der ganzen Schule, Struth, Ruf, Gursky und so weiter, da kann man sehr gut beobachten, wie sozusagen ein kunsthistorisches Format, wie die Fotografie sich auch wieder in ein kunsthistorisches Format anpasst, und zwar in ein sehr klassisches. Also man stellt einen gemeinsamen Zusammenhang her, was in der Kunst selten geworden ist, weil eigentlich die Kräfte der Distinktion, muss man so sagen, die Notwendigkeiten, sich zu unterscheiden, viel zu groß sind.
Also wenn es gelingt, einen gemeinsamen Zusammenhang zu erzeugen, dann ist er umso stärker. Und der Zusammenhang ist einfach Becherschule. Das heißt, man assoziiert mit deutscher Fotografie, jetzt Kunstfotografie, einen bestimmten Bildaufbau, auch einen bestimmten Monumentalismus. Und mehr kann ich auch nicht erklären. Es macht mich nicht gerade ratlos. Ich habe eine ganze Zeit lang immer gehofft, naja, jetzt hoffentlich dringt die Fotografie mal endlich vor. Tatsächlich kommt jetzt wieder mehr Malerei. Also das ganze Feld ist relativ offen und es ist nicht genau absehbar, was sich nun durchsetzt. Aber Ruf, Gursky, Struth haben schon Bildmodi gefunden, die sich sehr gut in das Kunstsystem einpassen lassen. Es gibt auch noch andere Fotografen, die sozusagen mehr aus der Fotografie herkommen und die dann mehr den Doppelcharakter haben. Wenn ich Jürgen Teller oder Wolfgang Tillmanns nehme, die funktionieren in beiden Bereichen. Die funktionieren sowohl in den Mode, ich finde die dann spannender, ist blöd gesagt, aber ich finde solche Fälle dann ähnlich wie bei Monet, ich finde es dann aufregender zu beobachten, warum funktionieren sie in dem einen Zusammenhang und warum funktionieren sie dann auch in dem anderen Zusammenhang. Aber genau sozusagen, es ist schwierig, den Zusammenhang der Kunst so genau zu erklären, zu sagen, das funktioniert jetzt deswegen, das funktioniert deswegen. Es gibt nicht mehr diese Kette von Gründen. Das ist alles sehr, es sind auch Marktmechanismen, die ich nicht unbedingt durchschaue. So viel als Antwort. Der Herr Pöppel erst und dann Herr Pöppel. Bitte. Meine Frage wäre, also heute ist ja alles möglich, man schwimmt zwischen den Medien, wie auch mit Richter beschrieben. Wie war das damals? Hat man sich abgeschottet? Wäre ja interessant gewesen, ein Monet fotografieren zu sehen und ein Van Gogh mit der Kamera, was für Ergebnisse rausgekommen werden. Die Frage ist, gab es damals Kollaboration zwischen den Medien oder hat man sich abgeschottet, um beispielsweise die Wertigkeit zu erhalten, die man erzielen wollte? Das ist die Frage ist spannend. Ich habe tatsächlich noch, wenn ich jetzt überlege, einen Maler beim Malen fotografiert zu sehen, das natürlich öfter, aber ein Maler beim Foto, was war der Maler, den man mit einer Fotokamera in der Hand erwischt hat? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann mich an kein Bild erinnern. Ich meine, die beiden Bereiche verhalten sich sowieso ambivalent zueinander. Auf der einen Seite wird eine strikte Grenze aufrechterhalten, auf der anderen Seite geht alles fließend ineinander über. Ich weiß nicht genau, ob man hat bei Corot nachher Unmengen an Fotografien gefunden. Ich weiß nicht, ob er die alles selbst hergestellt hat. Teilweise wurden die in Auftrag gegeben, teilweise haben die Maler sie selbst hergestellt. Das hängt auch damit zusammen, ab wann sie dann welches fotografische Verfahren benutzt haben. Die Daguerreotypie war ein sehr kompliziertes Verfahren. Umgekehrt, die Verfahren wurden immer einfacher, bis 1888 dann Kodak mit seiner Schnappschusskamera kam und sozusagen jeder fotografieren konnte. Degas hat, soviel ich weiß, selbst fotografiert. Aber von der Stelle kann ich es Ihnen sagen, aber sonst ist es wirklich spannend, sich zu überlegen, wann wurde zum ersten Mal ein Maler beim Fotografieren erwischt mit der Kamera? Tja, da müssten zumindest zwei Kameras vor Ort gewesen sein, vielleicht lag es daran, aber ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Aber mir ist kein Bild bekannt und ich habe relativ viele Bilder angeschaut, also viele Fotografien angeschaut. Aber insgesamt wird man natürlich sagen können, dass das Verwenden von Fotografie in Malerzirkeln sehr verdeckt wurde, ne? Schon aus Konkurrenzangst. Herr Pöppel, hatten Sie sich noch gemeldet? Ich würde Sie gerne eine eher technische Frage stellen. Sie haben ja auch nachrichtentechnisch und informatisch gearbeitet. Und ich nehme mal an, Sie machen dann so mehrdimensionale Analysen, Frequenzanalysen. Aber deshalb fragen Sie ruhig. Naja, ja, also ich meine, das Bild wird in einen ganz anderen Kontext gestellt. Ja. Und Sie haben statistische Werte. Mhm. Und die also wirklich fantastische Idee ist natürlich, durch Ähnlichkeitsmaße, also die Grundoperation des Gehirns, also Unterscheidung nach Carnap, irgendwie zu nutzen und Klassenzuweisungen vorzunehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wirksam ist eigentlich wirklich Ihre Technik? Können Sie mit geeigneten statistischen Maßen die verschiedenen, also die großen Kunstrichtungen kann man sich ja leicht unterscheiden, aber können Sie zum Beispiel, also wenn Sie es nicht können, dann ist, glaube ich, die Statistik nicht gut gewählt, denn ich weiß nicht, ob die Nachrichtentechnik, ob der Professor Rentschler zufälligerweise im Raum ist, denn in der Tat haben wir das gemacht.
man kann relativ, also mit mehrdimensionaler Statistik einiges tun. Ich meine, die Frage wäre nämlich, kann man eine Fotografie mit mehrdimensionaler Statistik, die ja überhaupt gar keine Semantik hat, das ist eine rein syntaktische Analyse, von einem Bild unterscheiden, das ein Maler gemalt hat, in Absicht sozusagen die wirkliche Wirklichkeit zu kopieren? Also das wäre eine grandiose Technik, tatsächlich um Klassenzuordnung in der Kunstgeschichte in einer präsemantischen Weise vorzunehmen. Also dazu verschiedene auch also Antworten mit na, das ist ein relativ komplexes Gebiet. Also die technischen Methoden, über die ich verfüge, oder mit denen ich arbeite, sind tatsächlich nicht so ausgereift, wie Hubertus sie dankenswerterweise dargestellt hat. Ich hatte mir eine Weile überlegt, heute Abend, sozusagen eine Fourier-Transformation, also eine Transformation der Bilder ins Frequenzspektrum mitzubringen, um zu zeigen, sozusagen, wie unterschiedliche Frequenzen realisiert werden. Das habe ich dann nicht gemacht und eigentlich auch aus dem Grund, als ich letztens vor einem halben Jahr in München war, hatte mich Hubertus eingeladen und ich habe sozusagen auch, was bringt der technische Zugriff dazu? Und ich habe das ähnliche Problem, was ich auch bei Wölflin habe. Man kann Wölflin schon automatisieren. Das wird mit relativ einfachen statistischen Verfahren geht es. Nur, was hat man dabei gewonnen? Man hat etwas, sozusagen ein Wissen wieder aufgeführt. Das ist eine theatralische Inszenierung, bis zu einem gewissen Grad. Man macht damit aber dasselbe, was Wölflin auch gemacht hat. Bei Wölflin hat die Doppelprojektion genommen und hat das historische Wissen der Kunstgeschichte eine Doppelprojektion nochmal aufgeführt. Dazu braucht er binäre Kodierung, nämlich zwei Bilder zu unterscheiden. Man kann das Gleiche jetzt nochmal aufführen. Nur, ich weiß nicht genau, was man damit gewonnen hätte. Man könnte die Sachen dann berechenbar machen. Aber ob das, sagen wir so, die entscheidende Frage ist nicht auf der Figur erstmal. Ist nicht die entscheidende Frage, sehr, sehr kritisch. Grundsätzlich aber bin ich vollkommen Ihrer Meinung, das gehört zu den Bildwissenschaften, sich zu überlegen, wie weit lassen sich solche statistischen Verfahren einsetzen, um etwas, das man vermutet, nachzuweisen. Dabei bin ich nun gar nicht so optimistisch, wie weit die Verfahren der Differenzierung schon reichen. Es ist eine Weile her, da haben Informatiker bei einem Kongress die Aufgabe, in einem Kinderbuch einen Hund zu identifizieren, weit von sich gewiesen. Also von komplexeren, sage ich jetzt, ne? Von komplexeren Aufgaben der Gestalterkennung ist man noch relativ weit weg. Andererseits ist aber der Fortschritt, der da passiert, sozusagen auf eine Art unumgänglich. Es werden ständig neue Algorithmen ausprobiert, es wird getestet, was können sie abbilden, welche Sachen können sie sehen. Sie erweisen sich in bestimmten Umfeldern als tauglich, was weiß ich, zum Beispiel, wenn 1000 Medikamentenschachteln durchlaufen, aber man identifiziert eine falsch und so weiter. Das Gleiche kann auch auf den kulturellen Bereich zutreffen. Also zu sagen, wir müssen beobachten, auf welche kulturellen oder auf welche Klassen von Bildern man mit diesen Methoden Zugriff erlangt. Und das wird diese Klassen entscheidend transformieren, weil man auf einmal Bilder auf eine andere Art und Weise aufrufen kann. Unser großes Problem sozusagen jetzt auch auf die weitere Zukunft ist ja nicht, dass wir alles speichern können. Das Problem ist, dass wir nichts mehr finden, was wir gespeichert haben, dass wir zu viel haben. Und gerade bei Bildern ist dieses Problem horrend und dafür deuten sich Lösungen an, die aber im Augenblick noch sehr, wie soll ich sagen, partikulär sind, nur einzelne Bereiche betreffen. Und gerade so eine Kompetenz der Bildwissenschaften wäre es auch, beide Modelle zu kennen, beide Methoden zu kennen, also zu wissen, was ein Gaussfilter ist, zu wissen, was eine Frequenzanalyse ist, um sich zu überlegen, wo kann sie uns Aussagen erlauben? So viel. Hier vorne. Ja, ich wollte vielleicht ein bisschen andere Perspektive geben. Okay, man kann zum Beispiel Bild verstehen, ist natürlich sehr schwierig, immer noch und so weiter. Aber man, wie Sie auch zum Teil gesagt haben, man kann vielleicht in die andere Richtung gehen, nämlich man fragt Künstler, wie sie echt funktionieren, wie sie arbeiten. Und vielleicht von statt dieses Bottom-up-Methode mehr eine Top-down-Methode benutzen, wie man ja weiß in Informatik, dass man so Suchräume dadurch reduziert und dass man dann vielleicht Analysen macht, indem man versucht nachzumachen, die Techniken, die dazu führen, dass man diese Geschichte erzeugt, also eine generative statt eine Analyse. Was denken Sie davon? Ja, zu dem Generativen wäre Photoshop wird relativ vielen bekannt sein.
Das ist nur als Beispiel. Ich mache es jetzt. Ich komme dann auf die komplexere Ebene. Das Generative ist bei Photoshop mit eingebaut. Es gibt diesen wunderschönen Filter, wo man sozusagen impressionistische Bilder erzeugen kann. Sie können ein Foto einbauen, dann gehen Sie in Filteroptionen und so weiter. Und dann gibt es die sogenannten Kunstfilter. Das ist ein sehr amüsantes kleines Fächlein. Da kann man alles mögliche erzeugen. Ich weiß, dass Sie das nicht gemeint haben, aber nur sozusagen zu einem banalen Beispiel, wie generative Algorithmen umgesetzt wurden. Ich glaube, dass die Arbeit an Bildern vor allem in hochdifferenzierten Bildklassen, wie Werbefotografie, also das zählen eigentlich alle Bilder dazu auf eine Art Medizin. Also die sind so komplex, dass es sehr lange dauern wird, sich zu überlegen, wie könnten wir das nachmodellieren? Und wenn man es dann kann, dann ist die Frage, ob man noch das Richtige nachmodelliert oder ob es sich schon wieder geändert hat. Es ist ja nicht mehr so, dass wir früher sozusagen die Bilder eine feste Bedeutung haben und dass diese Bedeutung sich über längere Zeit hält. Ganz im Gegenteil. Wenn in einer Modezeitschrift einer Bilder gemacht hat, die angeblitzt sind, auf eine bestimmte Art und Weise, dann kann das der Nächste schon nicht mehr ohne weiteres machen, ohne darauf zu referieren oder sozusagen, dass ihm Nachahmung vorgeworfen wird. Also das ist ein Gebiet, in dem sich sehr viel sehr schnell bewegt. Und tja, wer würde das alles nachmodellieren wollen? Wie schnell vor allem? Das braucht ja allein, um sozusagen die eine Differenz, die sich als plötzlich als sichtlich erwiesen hat, nachzuzeichnen, bräuchte man sehr lange. Bis dahin ist schon längst was anderes. Also, gerne. Ja, ein Weg, wie man es macht, eigentlich ist mit genetischen Algorithmen, dass man eigentlich Mutationen macht in die Verfahren, also ein Regelwerk aufbaut, das diese Bilder generiert und dann also Evolution, was eigentlich passiert in diesem Fall, nachmachten. Also denn auch so Werkzeuge erzeugt, die eigentlich neue Bilder erzeugen können, die vorher nicht da waren. Ich stimme schon, Sie haben recht, dass man sozusagen auch diese Wandlung selbst mit abbilden kann. Ich glaube eben nur, dass die Algorithmen noch wirklich, ich will nicht sagen unendlich, das wäre auch eine Möglichkeit, aber es muss man sich tatsächlich überlegen, ob sie nicht unendlich weit davon entfernt sind, aber noch auf jeden Fall noch sehr weit davon entfernt sind. Andererseits gibt es aber auch wieder Felder, wo es sehr spannend wird zu beobachten, was die Zugriffe machen. Zum Beispiel die nächste Fußball-Weltmeisterschaft, so lustig sich das auch anhört. Das wird ein sehr interessantes visuelles Feld, weil man mit massiven sozusagen neuen Bildstandards, MPEG 7, MPEG 21, anfängt, Objekte rauszulösen, Statistiken über Spiele anzufertigen und alle solche Sachen. Das ist vielleicht Unsinn, also hört sich vielleicht seltsam an in dem Kreis, aber die nächste Fußball-Weltmeisterschaft wird ein sehr spannendes visuelles Experiment. Sie haben ziemlich am Anfang erwähnt, dass zur gleichen Zeit am selben Ort viele unterschiedliche Bilder gemacht werden können. Das heißt, wenn ich mit einem Fotoapparat eines mache, wenn ein romantischer Landschaftsmaler eins malt, ein Impressionist eins, ein Expressionist und sie sind alle zur gleichen Zeit am selben Platz und machen das Gleiche, dann kommen völlig verschiedene Sachen dabei raus. Das heißt, die Wahrnehmung von Raum und Zeit sind sowieso schon relativ in gewisser Weise. Und jetzt sagen Sie noch dazu, dass wir also eine solche Menge an Bildern haben, dass wir sowieso schön langsam keins mehr finden. Also dass eine riesige Bilderflut sowieso schon existiert. Und wenn das noch länger so weitergeht, sehen Sie die Möglichkeit, dass das Ganze irgendwann ins Chaos gerät? Oder wird irgendwann eine Möglichkeit sein, dass man mal, ja, weiß auch nicht, wieder einen Überblick findet oder eine Struktur auch? Weil also ich würde von Bilderflut überhaupt gar nicht sprechen. Ich glaube auch nicht, dass wir von irgendeiner Art von Bilderflut je bedroht sind oder bedroht sein können. Ich sehe schon, dass es wohl eine sinnvolle Aufgabe wäre, die Bilder, mit denen man umgeht, zu versuchen zu verstehen und anzuordnen. Also sich zu überlegen, wie kommen die zustande, also was ich so ein bisschen ausgeführt habe. Und dann sehe ich kein so großes Durcheinander von Kategorien. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt auf einmal durch die vielen Bilder vollkommen neue, oder dass man darin ertrinkt gewissermaßen. Nee, man wird damit lernen, gut umzugehen, da bin ich optimistisch. Jetzt habe ich doch eine Frage, und zwar bisher habe ich Ihren Vortrag so verstanden, dass es darum geht, Modelle zu generieren zu Kunstwerken, Kunstwandel und auch Kunstmodellen, die wir vor uns haben, die wir versuchen nachzuvollziehen.
wenn Sie davon sprechen, dass die Fußball-Weltmeisterschaft ein spannendes visuelles Experiment wird, das ist ja ein anderes Modell. Da geht es ja dann um Vorentscheidungen auf der Basis dessen, was wir bisher modellhaft geriert haben, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, also ich habe ja nicht nur gesagt, das mit den Modellen ist vielleicht, ich würde nicht über Modelle sprechen. Modelle ist so komisch, weil man damit irgendwas versucht vorweg zu erzeugen. Also mir würde es reichen, wenn ich was ordentlich beschreiben kann, was es schon gibt. Und das muss nicht in Form von einem Modell sein. Aber das ist vielleicht die Fußball-Weltmeisterschaft ist Zukunft. Das gibt es ja noch nicht. Ja, die Fußball-Weltmeisterschaft ist Zukunft, die aber schon hergestellt wird. Und zwar, was ich gesagt hatte, ist eben, wenn wir eine Klasse von Bildern, wie ich es genannt habe, beschreiben wollen, dann müssen wir danach gucken, unter welchen Umständen sie verteilt werden, in welchen Medien, in welchen Formaten. Mhm. Und die Bilder der Fußball-Weltmeisterschaft werden in gewissem Sinn hergestellt. Insofern man Formate entwickelt, die es erlauben, einzelne Objekte in den Bildern gesondert zu kodieren. Das sind im Augenblick noch relativ technische Fragen, aber es laufen dazu viele Forschungsreihen in Informatiklaboren hauptsächlich, die wir in 3 Jahren, mit dem wir uns in 3 Jahren auseinandersetzen müssen. Das ist ganz einfach. Also von vornherein habe ich mich nicht auf das Feld der Kunst festgelegt, sondern nur versucht, das Feld der Kunst in einem kleinen Bereich auch in einer Methode zu beschreiben, die sich auch auf andere Bereiche anwenden lässt. Und was dann dabei rauskommt, jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft gesagt, das ist eine offene Frage. Es wäre tatsächlich schön, man könnte Vermutungen darüber anstellen und zu sagen, das und das wird funktionieren, das andere wird scheitern aus den und den und den Gründen. Also das so ist sowas. Oder aber ist es so offen, wie Sie es gerade sagen, dass das rein experimentell ist, das und das wird scheitern? Steckt dahinter nicht ein ganz klares Machtkalkül, das genau auf der Basis der bisher erkannten Wirkungsweisen gewonnen worden ist? Klar, es stecken natürlich mehrere Kalküle. Also das eine Kalkül, was ganz sicher und ganz wichtig ist, ist, dass nach wie vor 22 Spieler und ein Schiedsrichter auf dem Platz sein werden und nur ein Fußball. Das ist sehr wichtig, weil das schafft ein extrem beschränktes visuelles Umfeld. Da kann nichts anderes passieren und der Rasen bleibt auch grün. Das ist essentiell dafür, dass die ganze Geschichte funktionieren kann. Natürlich hat es dann nachher politische Implikationen. Wenn man sich bei Senderanstalten überlegt, Zuschauern, die Gebühren nicht bezahlen oder die sozusagen irgendein Gebührenmodell nicht bezahlen, den Ball auszublenden, dann sind wir schon da. Das ist dann möglich. Danke. Sie haben die Idee durch den Kopf, das umfängliche technische Wissen, was zur Analyse solcher Bilder notwendig ist, bringt mich natürlich zu der Überlegung, ob das im Rahmen einer, und das steht ja nun so ein bisschen im Hintergrund, einer Wissenschaft wie der Kunstgeschichte letztlich überhaupt noch zu leisten ist, oder ob nicht dafür, ob sozusagen die Kunstgeschichte als Wissenschaft sich so innovieren kann, dass sie das nicht einbezieht, oder ob das nicht letztlich dann doch eine ganz andere Wissenschaft ist. Ich wollte aber eigentlich, ich hätte jetzt noch eine Frage eingeschoben, würde aber, da wir dem Ende entgegengehen, diese Fragen auch gerne zurückziehen, wenn sich weitere Fragen von Ihrer Seite ergeben. Mir gehen andere Modelle der bildwissenschaftlichen Theoriebildung durch den Kopf. Also die Geschichte ist ja so im Wesentlichen, die Fotografie zwingt die Malerei dazu, sich auf andere Bereiche einzulassen. Die Wirklichkeitsabbildung wird der Malerei bzw. der bildenden Kunst von der Fotografie gestohlen und sie hat sich auf andere Konstruktionsbereiche zu ziehen, andere Ästhetiken zu entwickeln. Dadurch wird sie in gewisser Weise marginalisiert. Die Kunst wird marginalisiert, sie wird in einen Bereich des Esoterischen verschoben und es bleiben große Bereiche der Bildlichkeit übrig, die immer weniger von uns in den Horizont genommen werden. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich an Warnkes Idee denke, eine Warnkes Idee einer Bildwissenschaft, einer politischen Ikonografie denke, der ja aus einer Abneigung oder sagen wir mal so, aus einem Verständnis heraus, dass die moderne Kunst seinen methodischen Paradigmen nicht zuarbeitet, der aus der modernen Kunst in gewisser Weise aussteigen will und die Werbebilder, die politischen Plakate ins Zentrum seiner bildwissenschaftlichen Fragestellung rücken will, dann habe ich den Eindruck, dass, wenn auch in einer völlig anderen Perspektive, hier doch ein Modell wieder aufgegriffen wird, was eine linke Post-68er Kunstgeschichte mit der programmatischen Aufhebung der Trennung von Hochkunst und Niederkunst oder Hochkunst und Nichtkunst
schon einmal postuliert hat, dass das hier in anderem Gewand wieder auftaucht. Darüber hatten wir heute Mittag schon gesprochen. Ja, also dazu dezidiert, nein. Ich muss es mir nur überlegen, wie ich, also an der ikonografischen Methode, oder ikonografischen, muss man sie bezeichnen. Davon habe ich im Moment. Oder nee, an der Methode von Warnke, sagen wir es ganz einfach so. Das ist, da ist der, zu dem, was ich vorschlage, ist doch ein ganz fundamentaler Unterschied, nämlich der, dass es mir nicht darum geht, wie die gleichen Figuren und die gleichen politischen Inhalte in verschiedenen Bildklassen eben auftauchen, sondern erstmal zu fragen, was ist in den Bildklassen überhaupt möglich? Man kann dann natürlich darüber reden, gut, die produzieren einen bestimmten, sie können einen bestimmten politischen Anschluss oder eine politische Bindung produzieren. Und dann wieder auf ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen, aber man muss es sozusagen von dem Bildzusammenhang her denken und nicht von außen, das ist jetzt ein bisschen grob gesagt, von außen draufklatschen. Also sozusagen, wir sehen hier die Figur, die der andere schon mal da dargestellt hat und sie hat die und die und diejenigen politischen Implikationen. Damit sage ich nicht, dass man auf die Art und Weise nicht was rauskriegen kann. Natürlich, und man kann auch auf die Art und Weise auch über die Bilder reden und schauen, welche politische Meinung sie produzieren oder welche politische Aussage sie produzieren. Aber man erkennt nicht, warum die Bilder zustande kommen und was sie in die Lage versetzt, überhaupt diese Aussage mit zu produzieren. Es wurden ja auch die Bilder, ich weiß nicht, ob es von Pollock oder von Newman war, sozusagen politisch kodiert. Man hat sie versucht, politisch zu kodieren. Es ist aber sozusagen eine zugeschriebene Kodierung. Also eine Kodierung, die erst im Nachhinein durch solche Analysen erst produziert wird. Sehe ich auch eine Gefahr drin. Auf der anderen Seite kann man natürlich sehen, wenn sich tatsächlich eine Konvention etabliert oder eine Regel etabliert, in der diese Kodierung vorhanden ist, dann könnte man die von meiner Seite auch wieder beschreiben. Aber das ist das Gleiche, was ich am Ende sozusagen versucht habe darzustellen. Dass es einfach zwei Methoden sind, die auf eine Art quer zueinander stehen. Nicht, dass der eine besser oder die andere ist, aber beide beschreiben verschiedene Sachen. Was aber doch nichts daran ändert, dass auch in deiner Perspektive von einer Politik des Bildes zu reden wäre, nur in einer anderen Weise, als das in der Ikonologie passiert. Naja, man müsste sich dann eher überlegen, wie Bilder in politische Handlungsformen eingeschaltet sind. Das würde mich dann mehr interessieren. Also, welche militärischen Bilder hat der Golfkrieg produziert? Welche anderen Bilder hat der Golfkrieg produziert? Warum wurden sie produziert? Welche Lehren hat man aus dem letzten Krieg gezogen? Welche kann man aus diesem ziehen? Also, welchen diese Klassen von sozusagen politischen Bildern, die da produziert werden, die werden ja entworfen. Die sind ja nicht einfach frei. Und die Embedded Journalists, die da mitgefahren sind, die waren auch alles andere als frei. Aber es war sozusagen ein anderer Bildmodus. Man hat auf eine andere Bildklasse zurückgegriffen als beim letzten Golfkrieg. Kann man sich fragen, warum, welche Erfahrungen damit gemacht hat, welche man jetzt gemacht hat. Aber man sollte sich von den Bildwissenschaften zumindest auf den Standpunkt der Planer begeben, die solche Bilder entwerfen. Zum Beispiel der Skandal, was ist Skandal? Diese eigentümliche Geschichte um den Sturz der Saddam-Statue im Irak. Es gibt dann wieder andere Bilder, die zeigen, dass der Platz von Panzern umstellt war, dass 30 Leute zugelassen waren und dass es eben ein sehr arrangiertes Bild war, bei allem Arrangement. Dann wundert es mich, warum ist einmal die Flagge oben, warum verschwindet die dann wieder, warum ist es so schlecht geplant? Hm? Okay, ich danke für den, insbesondere für Kunsthistoriker Ohren, ungewöhnlichen und gerade deswegen faszinierenden Vortrag. Wenn ich es richtig sehe, ist das Publikum jetzt wieder, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches verspreche, in den Lichthof zu einem Glas Wein eingeladen. Sollte das nicht der Fall sein, dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Abend. Bis zur nächsten Veranstaltung, die schon sehr bald ist, nämlich, ich glaube, jetzt am nächsten Freitag. Donnerstag, Herr Braunfeld.